Fallschirmagenten werden in der Arktis, in den Wäldern Europas und in Bergen Asiens abgesetzt. Unsere Hauptaufgabe war diese Sache mit den Agenten. Ein verschwiegener Krieg. Über die ganze Zeit gerechnet sind das viele Leute. Ich würde sagen, mehrere Tausend. Von einer Basis im Mittelmeer starten US-Flugboote zu streng geheimen Operationen. Ein Zivilist kam und sagte, ihr habt einen Auftrag, irgendwann in den nächsten 24 Stunden. Um was es ging, sagte er nicht. Bei Nacht und Nebel werden Partisanen hinter die feindlichen Linien geflogen. Immer wenn der Mond rauskam, waren wir unterwegs, wie die Werwölfe. Nach der Landung beginnt eine erbarmungslose Jagd. Einige Agenten sind extrem erfolgreich, die meisten aber werden schon nach wenigen Stunden gefasst. Die Pistole braucht man nur, um sie sich bei der Verhaftung in den Mund zu stecken. Um Agenten aus dem Feindgebiet zu retten, werden haarsträubende Einsätze durchgeführt. Ich wurde beschuldigt, James Bond nachzuahmen, obwohl der noch gar nicht gemacht hatte, was ich vorschlug. Die Agenteneinsätze, bis heute eines der bestgehüteten Geheimnisse des Kalten Krieges. ...1944. Der Zweite Weltkrieg tritt in die Entscheidungsphase. Die Alliierten bereiten ihre Landung in der Normandie vor. Von England aus unterstützt eine US-Spezialeinheit Widerstandsgruppen im besetzten Europa. Ihr Deckname Carpet Bagger. Es war eine Gruppe, die Versorgungsgüter, Widerstandskämpfer und Spione in besetzte Gebiete flog. Sie war Teil der OSS. Die OSS, Vorläufer der CIA, nutzt die Spezialeinheit als eine Art Luftspedition. Carpet Bagger, anfangs eine Notlösung, wird zur erfolgreichen Geheimwaffe. Wir brachten Geld, brachten Munition, Leute, was immer sie brauchten. London. Auf Seiten der Alliierten kämpfen auch Soldaten aus dem besetzten Europa. Die Agenten des OSS werden aus ihnen rekrutiert. Sie konnten vor den Nazis fliehen und wollen jetzt in ihrer Heimat gegen Deutschland Krieg führen. Sie werden in Trainingscamps in Großbritannien gründlich ausgebildet. Besonders stark vertreten Emigranten aus Polen. Ausschnitte aus einem Originalfilm des US-Geheimdienstes. Die Spione, darunter auch Franzosen, Holländer und Skandinavier, erlernen alle Tricks und Techniken ihres Handwerks. Sie werden gemeinsam mit Briten, Amerikanern und Sowjets gegen Nazi-Deutschland. In erster Linie aber kämpfen sie für die Befreiung ihrer Heimat. Die Flüge werden unter größtmöglicher Geheimhaltung geplant und durchgeführt. Die Piloten erfahren nichts über ihre Passagiere. Wir rollten zur Startbahn. Und unmittelbar bevor wir am Startpunkt waren, brachten sie diese Leute zum Flugzeug. Ich habe nie einen direkt zu Gesicht bekommen. Sie haben uns nicht viel gesagt. Im Falle eines Abschusses sollten wir nichts wissen. Jeder erfährt nur, was er wissen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Nicht einmal die britische Luftabwehr wird informiert, dass es sich um eigene Flugzeuge handelt. Berufsrisiko. Wenn ich über den Kanal nach Frankreich flog, oder wohin auch immer, dann so 150 Meter hoch oder auch weniger. Man konnte manchmal sehen, wie der Propellerstrahl das Wasser aufwirbelte. Jedes Schiff, dem wir auf dem Kanal begegneten, egal ob Freund oder Feind, wir konnten niemand signalisieren, dass wir Amerikaner sind. Also einfach jeder hat auf uns gefeuert. Deshalb flogen wir schnell und sehr niedrig. T-34
Tiefstflug bei Nacht. Am Ziel müssen die Piloten sicher gehen, dass nicht der Feind auf sie wartet. Wir hatten nur Lampen. Es gab eine Leuchte an einem Ende und eine am entgegengesetzten Ende. Und eine in der Mitte. Die gab den Morsecode. Und wenn der nicht stimmte, warfen wir nichts ab. Carpetbagger ist eine geheime Erfolgsstory. Sie wird sozusagen zur Mutter aller luftgestützten Agentenoperationen. ...1945, Kriegsende. Die Sieger feiern, rüsten radikal ab. Die Amerikaner lösen sogar ihren Auslandsgeheimdienst auf. Europa wird aufgeteilt. Die Sowjetunion installiert in Osteuropa Satellitenstaaten. Viele Völker haben auf einen unabhängigen Neuanfang gehofft. Ihre Zukunftspläne werden niedergewalzt. Ihr Widerstand wächst. Stalin, von den Verbündeten im Zweiten Weltkrieg noch als gutmütiger Uncle Joe bezeichnet, wird jetzt anders dargestellt. Als skrupelloser Diktator auf dem Weg zur Weltherrschaft. In vielen Staaten gibt es nationale Widerstandsbewegungen. Oft haben sie schon im Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjets gekämpft. Manchmal mit den Nazis kollaboriert. Die Sowjets nennen sie Banditen und Terroristen. Im Westen werden sie jetzt als Freiheitskämpfer bezeichnet. Sie wollen die nationale Unabhängigkeit. Durch die neue Weltlage haben die ukrainischen Nationalisten unter ihrem legendären Vizechef Wasil Kuk plötzlich neue Alliierte im Kampf gegen die alten Feinde. Wir setzten nicht nur auf den bewaffneten Befreiungskampf des eigenen ukrainischen Volkes, sondern auf alle Befreiungsbewegungen in der gesamten Sowjetunion. Deshalb gab es bei uns schon im Jahr 1943-44 in der ukrainischen Aufstandsarmee fremde Abteilungen, die georgischen, die armenischen, die aserbaidschanischen Kämpfer. Gemeinsam mit ihnen stellten wir folgende Frage. Der Aufbau eines unabhängigen ukrainischen Staates, ist das nicht gleichbedeutend mit dem Zerfall der Sowjetunion? Ein Ziel, das jetzt auch die Westalliierten verfolgen. Unter dem Decknamen Jungle schicken die Briten ab 1949 den ehemaligen Wehrmachtsoffizier Hans-Helmut Klose mit umgebauten deutschen Schnellbooten ins Baltikum. Er bringt Agenten zu den baltischen Waldbrüdern. Klose ist erfolgreich. Aber unter den Widerstandskämpfern sind viele Überläufer und Doppelagenten. Die Operation gilt bis heute bei den westlichen Geheimdiensten als Fehlschlag. Dass diese Operationen trotzdem einen gewissen Erfolg hatten, wird dadurch bestätigt, dass der KGB noch über 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg alle diese Partisanen in der Ukraine und in den baltischen Republiken nicht fangen konnte. Sie waren aktiv und töteten Tausende von NKWD, Miliz- und KGB-Angehörigen sowie viele Militärs. Es waren fast 80.000 Tote. In Athen trainiert die CIA polnische Piloten der Royal Air Force für Agenteneinsätze. Privataufnahmen eines US-Piloten. Die Amerikaner übernehmen die Luftoperationen. Viele dieser Geheimflüge mit polnischen Piloten starten aus Deutschland oder Griechenland. Die Briten hatten keine Verwendung mehr für sie als Flieger. Und so waren sie arbeitslos. Damals waren die Russen in ihrem Land und sie konnten auch nicht mehr zurück. Also sie waren heimatlos und arbeitslos. Wir boten ihnen exzellente Bezahlung. Die Polen üben extremen Nachttiefflug, wie die Carpetbagger. Wir trainierten sie in extremem Tiefflug. Und immer wenn der Mond draußen war, waren wir unterwegs, wie die Werwölfe. Nicht nur CIA-Piloten, auch reguläre Einheiten der US Air Force fliegen in die Ostblockstaaten ein,
um Widerstandskämpfer abzusetzen. Wie viele ist bis heute geheim. Wahrscheinlich sind es etwa 2.000 bis 3.000 Personen gewesen. Radar ist in der Sowjetunion noch nicht weit verbreitet. Ein etwa 40 Kilometer breiter Grenzstreifen wird mit veralteten akustischen Ortungsgeräten überwacht. Die meisten Agenten werden in Deutschland angeworben, unter ehemaligen sowjetischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Nach der Rückkehr werden sie in Stalins Staat wie Verräter behandelt. Trotzdem wollen viele zurück in die Heimat und einige werden als Agenten rekrutiert. Ich wollte bloß zurück in die Sowjetunion. Einer sagte, du kennst uns doch, du kannst bei uns bleiben. Das hieß aber, ich musste mitmachen. Hinter der ganzen Sache steckten die Amerikaner. Die Ausbildung der Weißrussen findet in Deutschland statt. Ostrikow wird in Kaufbeuren zum CIA-Agenten. Sie haben mir gedroht, wenn ich nicht mitfliege, dann kriege ich eine Kugel in den Kopf. Ich sagte, ich schieße nicht auf Weißrussen. Er wird nur wenige Tage nach dem Absprung in Weißrussland gefangen genommen. So wie die meisten Agenten. Am Bahnhof kamen sie auf mich zu und sagten, komm mit, wir schauen mal, was jemand wie du alles dabei hat. Nun, ich ging eben mit. Sie waren vom KGB, wie sich bald herausstellte. Ostrikow hat Glück im Unglück. In der Sowjetunion ist für einige Jahre die Todesstrafe abgeschafft. Er überlebt 23 Jahre Lagerhaft. Viele Agenten werden unmittelbar nach der Landung festgenommen. Die Ausbildungslager in Deutschland und auch die westlichen Geheimdienste sind damals mit sowjetischen Agenten durchsetzt. Sie melden die geplanten Einsätze in allen Details nach Moskau. Wir haben die Fotos von den Agenten bekommen. Ihr Geburtsdatum, Alter, Geburtsort, manchmal sogar die Daten und Orte, wo sie abgesetzt werden sollten. Durch diese Geheimwaffe aber können viele Agenten den Häschern entgehen. Fahrräder, die mit abgeworfen werden. So können die Fallschirmspringer eher der Einkreisung entkommen. Ob die Verhaftungen nach der Entdeckung des Tricks wirklich so abliefen wie in diesem KGB-Lehrfilm, ist unklar. Sicher ist, dass man die Spione lebend fassen will, bevor sie ihre Cyanidpillen schlucken können. Erstaunlicherweise werden verhaftete Agenten bei den Verhören geradezu luxuriös behandelt. In Kombination mit der Angst vor den Brachialmethoden der sowjetischen Geheimdienstler erzeugt diese Zuckerbrot- und Peitsche-Methode viele Überläufer. Die werden, wenn sie als Lockmittel wertlos geworden sind, öffentlich präsentiert. Spionage, Diversie, убийство мирных жителей, вот для чего были предназначены все эти вещи. Eine der wichtigsten Waffen des KGB war die Propaganda, mit der wir den Eindruck erzeugten, dass kein Feind auf unserem Boden sicher war. Kein Agent entkommt uns. Wenn ein Fallschirmspringer gefangen wurde, wurde darüber in den Medien berichtet. Vielleicht ist deswegen der Eindruck entstanden, bei uns hätten alle Operationen geklappt und die Amerikaner hätten alles vermasselt. Ein falscher Eindruck. Denn es gibt erfolgreiche Agenten, die den Fahndern entkommen. Ein Lehrsatz der CIA, die besten Spione sind die, von denen man nie etwas gehört hat, die unerkannt bleiben. Einige haben es in der Sowjetunion weit gebracht, wie Agentenjäger Lekarev aus eigener Erfahrung weiß. Einen Top-Agenten hat er selbst enttarnt, andere wurden von seinen KGB-Kollegen aufgespürt. Sie setzten sich in den Zug. Geld, Waffen und Funksprechgerät hat man ja als Spion sowieso dabei. Dann fuhren sie nach Osten, hinter den Ural, bis zum Baikalsee. Dort werden dringend Arbeiter gebraucht und man kann schnell Karriere machen, auch ohne Papiere. Kluge Agenten vernichten ihre gefälschten Dokumente. Sie traten der Partei bei und machten Karriere. Es kam wirklich vor, dass Agenten zweiter oder dritter Parteisekretär wurden. Die CIA sendet in diesem Feldzug nicht nur Agenten hinter die feindlichen Linien, sondern auch Propaganda. This is the story of a man whom the communists call traitor. Traitor because he dared to speak of freedom.
Radio Free Europe stations are an operation of private American citizens. These are tough, slugging stations pounding through your iron curtain, firing the big truth to specific towns and cities. A crusade that will build a network of freedom stations you'll never jam. Riddling your iron curtain with more and more programs of truth until finally they'll undermine your puppet tyranny and force you to give freedom to your 80 million prisoners. Die Propagandafilme dieser Zeit dröhnen wie ein zu laut gestelltes Radio. Die Sowjets stellen die CIA mit Vorliebe als schießwütige, aber trottelige Chicago-Gangster dar. С тех давних времен, когда стекло односторонней прозрачности демонстрировалось как шпионская новинка, утекло порядочно воды. Nur die CIA besteht nicht aus Trotteln. Nie zuvor gezeigte Privataufnahmen der geheimnisvollen 580er-Staffeln der US Air Force. Ihre B-29 fliegen CIA-Agenten und Material in den Ostblock, genau wie früher die Carpetbagger. Über ihre Einsätze ist bis heute nur sehr wenig bekannt. Ich weiß, dass sie in die Tschechoslowakei flogen. Soweit ich weiß, auch nach Albanien, Polen und in die DDR. Und natürlich in den Iran, Irak, Saudi-Arabien, Indien und in die Türkei. Und auch in die Sowjetunion. Der Hauptgrund für den Einsatz der B-29 war ihre Reichweite. Einmal bis Sibirien und zurück. Viele Staffelangehörige halten ihre Einsätze bis heute geheim, selbst vor ihren Kameraden. Der Wartungschef ging zum Flugzeugkommandanten und sagte, wo wart ihr? Und der sagte, überall, hier und da und überall. Wo seid ihr gelandet? Wir sind nicht gelandet. Sie waren 20 Stunden in der Luft. Für den Fall, dass eine Besatzung notlanden muss, trainieren die Staffelmitglieder das Überleben hinter den feindlichen Linien. Und Rettungseinsätze mit Flugbooten. Die Staffeln haben sehr unterschiedliche Flugzeuge zur Verfügung. Darunter auch Flugboote, die auf Land, Wasser und Schnee landen können. Ausschnitte aus Trainingsfilmfragmenten der amerikanischen Luftwaffe. Zeugen belegen, dass konstant geübt wurde, Agenten und Spezialeinheiten im Feindgebiet aufzunehmen. Und tatsächlich hat es solche Einsätze auch bis in die Sowjetunion gegeben. Zum ersten Mal berichtet ein Pilot vor der Kamera. Ich hatte den Auftrag, eine Familie aus der Sowjetunion herauszuholen. Ken Shook fliegt 1956 nach einer geheimen Einsatzbesprechung mit seiner Grumman Albatross von Teheran zum Kaspischen Meer, weit in den sowjetischen Luftraum, und landet neben einem Kutter, der die vereinbarten Lichtsignale gegeben hat. Von dem abgedunkelten Schmugglerschiff übernimmt er ein Ehepaar mit zwei Kindern. Es waren wohl Deutsche. Und sie hatten wahrscheinlich mit der sowjetischen Raumfahrt zu tun. Seine Passagiere sind jetzt auf dem Weg in die USA. 1950, Koreakrieg. Wie Deutschland ist Korea in Besatzungszonen geteilt. Das kommunistische Nordkorea bringt mithilfe sowjetischer Waffen fast das gesamte Land unter seine Kontrolle. Die USA greifen mit einem UN-Mandat ein. Wenn man sich den Zustand der US-Armee zu Beginn des Krieges anschaut, fragt man sich, wie kann man nur so schlecht vorbereitet gewesen sein? Die Amerikaner und Südkoreaner müssen sich anfangs in verlustreichen Kämpfen bis weit in den Süden zurückziehen. Verzweifelt versuchen sie, einen schmalen Streifen um Pusan zu halten. In Washington glaubt man irrtümlich an eine von Moskau initiierte und gesteuerte Aktion, an einen Angriff des Weltkommunismus. Nur knapp entgeht Korea dem Masseneinsatz von Atomwaffen. Eine gigantische und riskante US-Invasion im Rücken der Nordkoreaner bringt die Wende. Als die Amerikaner im Gegenzug fast den gesamten Norden erobern, greift China ein, mit 400.000 Soldaten. Und die Sowjets versorgen die Nordkoreaner mit MiG-Jets und Piloten.
Es ist die erste Konfrontation der Supermächte. Der Koreakrieg wird außerordentlich grausam und verlustreich geführt. Über 3 Millionen Zivilisten kommen ums Leben. Fast alle Städte werden niedergebrannt. In Korea wird mehr Napalm abgeworfen als im gesamten Vietnamkrieg. Es ist auch der Beginn der groß angelegten Agentenoperationen des Kalten Krieges. Eine Spezialeinheit mit sehr verschiedenen Fluggeräten wird aufgestellt. Die 581. Staffel. Zum ersten Mal werden auch Helikopter eingesetzt. Bob Sullivan ist einer der Piloten. Die 581. hatte verschiedene Aufgaben. Zuerst einmal psychologische Kriegführung. Das war der offizielle Auftrag. Zum Zweiten haben wir den Rettungsfliegern geholfen, wenn Not am Mann war. Unsere Hauptaufgabe war die Sache mit den Agenten. In großem Stil werden Agenten ausgebildet, die hinter den nordkoreanischen Linien abgesetzt werden. Originalfotos, die während der Ausbildung entstanden sind. Der Mann, der für die Absetzoperationen verantwortlich ist, Douglas Dillard. Ich flog 115 Einsätze mit. Fast jede Nacht in dieser Zeit waren 2, 3, 4 Flugzeuge zu solchen Einsätzen unterwegs. Mal war es ein einzelner Agent, mal ein Team. 6, 8 oder 12 Personen. Fotos, die beim Training dieser Operationen entstanden. Wenn man das zusammenrechnet, über die ganze Zeit sind es eine Menge Leute. Ich habe keine exakte Zahl, aber ich würde sagen, mehrere Tausend. Die Einsätze zum Agentenabsetzen und Versorgen sind so umfangreich, dass alles an Transportkapazität zusammengezogen wird, was erreichbar ist. CIA-Tarnfirmen ebenso wie die Spezialstaffeln der Air Force, wie die 581. Es gibt rätselhafte Verluste. Eines Nachts kehrt eine Curtiss C-46 Kommando nicht von einem Einsatz zurück. Als ich von meiner Mission zurückkam, ging ich zur Flugleitung. Und die sagten, wir haben die 46 verloren. Ich fragte, wie zum Teufel? Keine Ahnung, hieß es. Sie ist einfach verschwunden. Also war klar, dass etwas schiefgegangen war. Ein Elektronikaufklärungsflugzeug zeichnet kurz darauf Funksprechverkehr über Nordkorea auf. Chinesischer Sprechfunk wurde abgefangen. Sie meldeten den Absturz des Flugzeuges, die Bergung von Leichen und die Bergung von Gefangenen. Und weitere entscheidende Details. Wir wussten, dass viele der Leute, die wir absetzten, bestenfalls Doppelagenten, wenn nicht schlicht Nordkoreaner waren. Aber wie sollten wir die auseinanderhalten? Was geschehen war, spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Als die Agenten absprangen, warfen sie eine Handgranate in das Flugzeug. Sobald wir wussten, was geschehen war, ließen wir nicht mehr zu, dass die Agenten geladene Waffen dabei hatten. Die Munition wurde immer in einem Sack oder in der Kleidung so verstaut, dass sie keinen sofortigen Zugang dazu hatten. Und das Gleiche haben wir mit den Handgranaten gemacht. Die Agentenflüge der Helikopter tief ins Feindgebiet sind besonders gefährlich. Wir flogen in dieses Tal ein. Der Geheimdienst hatte uns gesagt, da gibt es nur Bauern. Und wir gucken runter und sehen, dass die Hügel mit Tarnnetzen vollgehängt sind. Und überall liegen Kisten und jede Menge Ausrüstung herum. Da war ein ganzes Regiment in dem Tal und keiner von denen wollte, dass wir da rumkurven. Sie haben alles Mögliche auf uns geschossen. Ich sah etwas unter dem Heck durchfliegen. Das war so groß. Rund. Ein Feuerball. Sehr beeindruckend. Sie haben uns weggescheucht. Unser Helikopter hätte das nicht überlebt. Kein Zweifel.
Um Agenten und Besatzungen sicherer hinter den feindlichen Linien aufnehmen zu können, entwickelt die Air Force ein neuartiges Bergungssystem. Die Idee stammt von den Briten. Ein Komplettbausatz für ein Gerüst, ähnlich wie es die ersten Postflieger benutzt hatten, um Postsäcke ohne Landung vom Boden aufzunehmen. Das Flugzeug nähert sich im Tiefflug, sein Fanghaken greift in die aufgespannte Schnur und reißt die Nutzlast vom Boden. Das Flugzeug kam an und schleppte einen Sandsack ab, der so schwer war wie ein Mensch. Ich drehte in Zeitlupe, wie der Sack nach oben schwang, dann eine Weile horizontal blieb und dann nach unten kam. Wenn das Flugzeug nicht hoch genug war, kam der Sack wieder runter und schlug auf den Boden auf. Das war das Problem. Wenn das ein Mensch gewesen wäre, dann wäre er sofort tot gewesen. Eine riskante Situation. Die ersten Versuchsflüge zur Bergung werden deshalb mit Schafen durchgeführt. Die Beschleunigung beim Aufnehmen beträgt mehr als 9 G. Das ist grenzwertig. Jerry Sims ist Kameramann der US Air Force, filmt die Versuche zur Auswertung der Experimente. Erstaunlicherweise hat das Schaf völlig unverletzt überlebt. Jetzt traut man sich, das Verfahren auch mit Menschen auszuprobieren. Man legte sie flach auf den Boden mit dem ganzen Geschirr und wollte sie genau in der Mitte hochnehmen und dann hochziehen. Aber das weiche Gewebe am Bauch hielt die Belastung nicht aus. Ein oder zwei Leute starben bei den Versuchen. Das Verfahren wird verändert. Der entscheidende Test. Anziehen der Beine vor den Bauch durch einen Gurt soll das Herausreißen der Eingeweide verhindern. Die Teilnehmer des Experimentes machen sich gegenseitig Mut. Was ihm bevorsteht, ist ein echtes Himmelfahrtskommando. Für einen Moment ist unklar, ob es funktioniert hat. Aber dann... Mit weiteren Tests wird das Verfahren perfektioniert. Auch die Bergung in das Flugzeug funktioniert erstaunlich gut. Es sieht ziemlich furchterregend aus, weil es ziemlich furchterregend ist. Das System sollte in Korea eingesetzt werden. Deshalb brauchte man einen überzeugenden Film. Denn viele Piloten dachten, besser in Gefangenschaft geraten, als bei der Rettung getötet werden. Das Verfahren funktioniert. Aber der 9G-Ruck und das extrem steile Hochziehen des Flugzeuges nach dem Aufnehmen bleiben problematische Punkte. Nicht alle Militärs und Piloten sind von der Methode begeistert. Ich bin mal danach gefragt worden. Meine Antwort war, ich weiß nicht, ob ich dann einen Mann oder einen Berg hochziehe. Und ich würde es lieber gar nicht erst ausprobieren. Aber dann wird 1953 eine B-29 bei einem Bombenangriff von nordkoreanischer Flak schwer beschädigt. Die Besatzung muss über nordkoreanischem Gebiet abspringen, kann aber noch eine Positionsmeldung abgeben. In die Hände der Nordkoreaner zu fallen, ist eine Aussicht, die letzte Reserven bei der Besatzung mobilisiert. Es gelingt ihr, sich in unwegsamem Gebiet versteckt zu halten, bis sie von Suchflugzeugen entdeckt werden. Die versorgen die B-29-Crew aus der Luft. Wir haben Verpflegung und ein Funkgerät abgeworfen, hatten Kontakt mit ihnen. Man glaubte, man könne sie da rausholen mit dem Schnappflieger, wie wir das nannten.
Aber Details des Funkkontaktes sorgen für Verdacht. Man machte sich Sorgen, ob sie als Lockvögel benutzt wurden. Ich hörte zufällig so ein Gespräch und sagte, dass ich den Co-Piloten der Maschine kenne. Er war ein Klassenkamerad. Ich könnte Ihnen Fragen geben, die nur er beantworten könnte. Sie sagten, noch besser, du kommst mit nach Norden und fragst selbst. Der Co-Pilot kann die Fragen beantworten. Und er sagte, Mann, wir sind am Leben, holt uns raus. Ich habe seine Stimme erkannt. Aber mittlerweile haben die Nordkoreaner die Besatzung unter Kontrolle. Die Amerikaner sind ahnungslos und starten die Rettungsaktion. Das Bergungssystem wird abgeworfen. Dann erhält die Rettungscrew vom Boden das letzte Okay. Als sie anflogen, sagte der Pilot über Funk immer wieder, ich sehe das Gerüst nicht. Ich sehe das Gerüst nicht. Die Maschine fliegt in einen Hinterhalt der Nordkoreaner. Sie flogen unterhalb der Berggipfel. Sie wurden von drei Seiten beschossen. Von oben herunter, von vorne in sie rein und von unten. Und wie die da rausgekommen sind, sie sind ziemlich in Stücke geschossen worden. US-Jägern, die Begleitschutz fliegen, gelingt es, die Nordkoreaner niederzuhalten. Das schwer beschädigte Rettungsflugzeug kann sich in Sicherheit bringen. Der erste Stellvertreterkrieg der Supermächte endet mit einem Waffenstillstand entlang der ursprünglichen Grenzen. Bis heute sind Nord- und Südkorea offiziell im Kriegszustand. Die Veteranen des Konfliktes kehren zurück in ihre Zivilberufe, so wie Shep Johnson, der wieder auf der Farm seiner Mutter in Montana arbeitet. Mein Bruder kommt zu mir, als ich gerade die Kühe füttere. Und sagt mir, wenn ich wollte, könnte ich einen besseren Job bei den Smokejumpers bekommen. Ich habe gesagt, du spinnst wohl. Die Smokejumper sind eine Spezialeinheit der Feuerwehr, die in unerschlossenen Bergregionen der USA absprengt, um Waldbrände zu löschen. Nach anfänglichen Zweifeln fängt Chad Johnson doch noch Feuer und meldet sich freiwillig für den abenteuerlichen Job. Die Ausbildung für die lebensgefährliche Aufgabe ähnelt dem Drill einer Eliteeinheit. Nur, dass diese jungen Männer zu totaler Selbstständigkeit erzogen werden. Im Einsatz sind sie völlig auf sich alleine gestellt, müssen alle Entscheidungen selbst treffen. Sie haben eine Spezialausrüstung, mit der sie auch direkt in Bäume abspringen können, ohne sich zu verletzen. Ich mochte das Springen. Am Anfang war es schon hart, obwohl ich in Korea war und so. Aber Smokejumper oder Abspringen aus einem Flugzeug, das ist schon ein bisschen aufregend. Die Feuerwehrmänner springen auch in schwierigem Gelände ab, sind Spezialisten im Abseilen nach Baumlandungen. Und erst nach der Landung kommt der wirklich gefährliche Teil der Arbeit. Wir mussten 24 Stunden nach dem letzten Rauch draußen bleiben. Und wenn ein Feuer nochmal aufflammte, dann war das dein letzter Einsatz. Man konnte dann gleich seine Sachen packen. Die jungen Männer, die freiwillig diesen Job machen, stoßen auch andernorts auf Interesse. Beim CIA melden? Nee, die rufen dich an. Die beiden jungen Smokejumper werden Fallschirmausbilder der CIA für Guerillas und Agenten in Camp Hale, Colorado. Dort werden Freiwillige für die Kriegführung in einer extrem gebirgigen und schneereichen Gegend ausgebildet, für den Himalaya. Die Chinesen haben den Koreakrieg genutzt, um sich Tibet einzuverleiben. Ein friedliches Land ohne echte Streitkräfte. Unter Führung eines geistlichen Oberhauptes des Dalai Lama. Für die chinesische Armee ist es ein leichter Sieg, für die Tibeter der Beginn einer bis heute andauernden, grausamen Besetzung, deren Ziel die Vernichtung ihrer buddhistischen Kultur ist. Der letzte verzweifelte Widerstand einiger Mönche, die sich bewusst gegen ihr Tötungsverbot stellen, ist schnell gebrochen.
Das Land, so groß wie Westeuropa, wird annektiert. Widerstand leisten jetzt noch die Kampa, ein Bergvolk mit kriegerischer Tradition. Ihre Kämpfer werden von der CIA unterstützt. Viele von ihnen fliehen nach Indien und melden sich als Guerillas. In Camp Hale werden sie militärisch ausgebildet. Von den Tibetern war ich wirklich beeindruckt. Sie waren ehrlich, haben hart gearbeitet, obwohl sie physisch nicht so viel leisten konnten, weil sie nicht so groß sind. Einige waren alte Männer, einige Kinder, aber sie waren alle Kerle. Und wir waren stolz, mit ihnen zu arbeiten. Und sie waren dankbar, dass wir ihnen halfen. Die Ausbildung der Tibeter ist gründlich und sinnlos. Sie lernen moderne Kriegführung, aber das Einzige, was sie gegen die Chinesen in ihrer Heimat ausrichten können, sind Störangriffe und Überfälle. Diese Jungs zu trainieren, war ein Erlebnis. Sie waren alle gute Menschen. Man musste sie einfach gern haben. Das ist alles, was ich sagen kann. Sie waren bereit, sich ausbilden zu lassen, um irgendwo hinzugehen und zu kämpfen, obwohl sie keine Überlebenschance hatten. Wir wussten das. Wie hätten sie überleben können? Die CIA setzt weiter Agenten ab und die Lage der Tibeter wird immer aussichtsloser. Die Chinesen zerschlagen auch die letzten Widerstandsnester. Die tibetischen Guerillas springen mit dem Mut der Verzweiflung in den sicheren Tod. Schließlich bittet sie der geflohene Dalai Lama aus dem indischen Exil, das sinnlose Blutopfer zu beenden. Sie hatten Tibet schon verloren. Und wir wussten, dass sie nur noch da waren, um den Chinesen Schwierigkeiten zu machen. So war's. Um den Dalai Lama im Notfall aus Tibet evakuieren zu können, hatte die CIA eine neue technische Entwicklung bereitgehalten. Eine Weiterentwicklung des Netzsperrungssystems, entworfen vom genialen Künstler und Multitalent Robert Fulton. Ein Ballon ist durch ein Seil mit den Fallschirmgurten des zu Rettenden verbunden. Das Bergungsflugzeug visiert das Ballonseil an, klemmt es am Bug ein, zieht die Versuchsperson durch die Flexibilität des Taus sanft in die Höhe. Der Moment des Kontaktes war sehr interessant. Wie ein leichter Tritt in den Hintern, wenn das Flugzeug das Seil 150 Meter weiter oben trifft. Dann geht es die ersten 10 Meter langsam senkrecht hoch. Die Bergung ins Flugzeug aber entwickelt sich zu einem haarsträubenden Abenteuer. Es gab Turbulenzen, als sie mich in den Bombenschacht ziehen wollten. Ich musste mich mit den Armen abstützen, um nicht gegen die Radarverkleidung und diese spitze Antenne zu stoßen, die mich ohne weiteres hätte durchbohren können. Originalaufnahmen der geglückten Bergung. Die Einstiegsluke wird nach diesen Erfahrungen ins Heck der Flugzeuge verlegt. Leszak bereitet sich auf einen Einsatz in der Arktis vor. Die Nordpolregion ist spätestens seit der Indienststellung des ersten Nuklear-U-Bootes 1955 eins der wichtigsten Gebiete des Kalten Krieges. Unter der Eisdecke können U-Boote unerkannt operieren, durch die sich ständig bildenden Spalten Raketen abschießen. Und nirgendwo kommen sich die verfeindeten Supermächte näher als in der Arktis. Die Polarforschung wird spätestens jetzt zur Militärwissenschaft. Die Amerikaner bauen Grönland zu einem unsinkbaren Flugzeugträger gegen die Sowjetunion aus. Sie starten Operationen, die aus einem James-Bond-Film stammen könnten. 1962 entsteht Camp Century, eine ganze Stadt im ewigen Eis. Komplett mit eigener Energieversorgung durch ein Mini-Kernkraftwerk. Die geheime Stadt mit ihren 200 Bewohnern soll nach einem Nuklearangriff einsatzfähig bleiben und als Zentrale für einen Gegenangriff bereitstehen.
Der Umgang mit der Nuklearenergie war damals noch von heute erstaunlicher Sorglosigkeit geprägt. Als wirklich gefährlich galten nur Atombomben. Das Leben in der Arktis war für die Amerikaner Neuland, im Gegensatz zu den Sowjets. Eine ganze Reihe von Forschungsstationen sollte den USA helfen, militärisch verwertbare Kenntnisse über das neue Zentrum des Kalten Krieges zu gewinnen. Einige Wissenschaftler sind gleichzeitig Geheimdienstler. Wir installierten eine Kette Unterwassermikrofone. Und wir benutzten sie, um das Atom-U-Boot Sargo zu orten und zu verfolgen. Es fuhr nämlich unter den Eisinseln einige Patrouillen. Eisinseln sind riesige Eisberge, die im ständig durch Strömungen zerreißenden Meereis einigermaßen festen Boden bieten. Auch die Sowjets nutzen sie für ihre Forschungsstationen. Man kann fast jedes unserer Forschungsergebnisse auch militärisch anwenden, selbst die Meteorologie. Die Eisinseln kreisen mit der Strömung im Meereis auch an der Küste des Gegners vorbei. Beide Seiten nutzen ihre vorgeblich zivilen Stationen deshalb auch für Spionagezwecke, etwa um geheimen Funkverkehr aufzuzeichnen. Und die akustische Forschung für U-Booteinsätze läuft auf Hochtouren. Ab sofort ist es lebenswichtig, den Feind unter dem Eis orten zu können. Das Meereis ist in der Arktis so starken Bewegungen unterworfen, dass es ständig reißt. Und manchmal gehen diese Risse auch durch die Eisinseln, zerstören oder verkürzen die Landebahnen für die Versorgungsflugzeuge. Dann muss schnellstens evakuiert werden. Das war dann fast sowas wie Panik. Man musste schnellstens alle Leute herunterbekommen, bevor die Flugzeuge nicht mehr starten und landen konnten. Leszak schlägt seinen Vorgesetzten in Washington vor, die sowjetische Station NP-8 zu untersuchen, die gerade aufgegeben werden musste. Der Plan: Zwei Geheimdienstler mit Polarerfahrung sollen mit Fallschirmen abspringen und erforschen, was die Sowjets dort gemacht haben. Aber bereits der erste Teil der Operation macht riesige Schwierigkeiten. Die Station ist trotz bekannter Position und drei Polnavigationsspezialisten einfach nicht auffindbar. Da draußen was zu finden, ist nicht so leicht wie San Francisco zu finden. Da gibt es nur Eis, Eis und nochmals Eis. Endlich, nach mehreren Tagen Suche, taucht die Eisstation aus dem Dunst auf. Leszak und Smith sind bereit zum Absprung. Die Besatzung öffnet die Seitentür als Vorbereitung für unseren Sprung. Und Major Smith guckt noch mal raus und sagt dann: Nee, das ist nicht die richtige. Das ist meine alte Eisstation Charlie. Ich erkenne sie an den Hütten. Tagelange Suche und dann nur eine alte US-Station. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt, als auch noch das Suchflugzeug abgezogen wird. Die CIA schickt als Ersatz eine uralte, umgebaute Flying Fortress. Mit einem erfahrenen Spezialistenteam. Der alte Bomber scheint ihnen Glück zu bringen. Gemeinsam mit einem U-Boot-Jäger und Navigatoren der US Navy gelingt es ihnen nach erneuter tagelanger Suche endlich, die sowjetische Station Nordpol 8 zu finden. Nie veröffentlichte Originalaufnahmen des Einsatzes. Leszak springt ab. Ich fiel in eine Schneewehe. Es war die sanfteste Landung, die ich je gemacht habe. Einfach perfekt. Ihre Ausrüstung wird punktgenau abgeworfen. Operation Cold Feet läuft wie geplant. Sie wackelten mit den Tragflächen der B-17. Ehrlich gesagt, es ist ziemlich aufregend, das tiefe Brummen der vier Sternmotoren über sich zu hören, wenn sie über deinen Kopf brausen. Und einen Moment später waren wir völlig allein.
Moments later, we were on our own. Die beiden Geheimdienstoffiziere beginnen mit der Untersuchung der sowjetischen Station und entdecken bald Spuren akustischer Experimente. Mikrofonkabel führen aus einer Hütte tief ins Polarmeer hinab. Eine Seilwinde diente zum Ablassen der Geräte. Alles wies auf eine Notfall-Evakuierung hin. Alle sind in großer Hektik aufgebrochen. Denn die Flugzeuge mussten sich beeilen, weil die Landebahn der Insel bald nicht mehr zu gebrauchen war. Mit solchen Rissen und Verwerfungen haben die Besatzungen der Eisinseln zu kämpfen, besonders im Sommer. Ein Riss verlief genau unter der Sauna. Da kam der Diensthabende zu den drei Leuten, die sich darin gewaschen haben. Jungs, der Riss ist schon unter der Sauna. Geh mal gucken, ob sie kippen kann. Ist mehr oder weniger als die Hälfte über den Riss. Als sie erfuhren, dass es weniger als die Hälfte ist, haben sie sich in aller Ruhe zu Ende gewaschen. Die Amerikaner untersuchen neben der wissenschaftlichen Ausrüstung auch die privaten Gegenstände in der Station und stecken sie ein. Die Russen haben in der Eile der Evakuierung sogar einen Negativstreifen mit Fotos im Vergrößerer vergessen. Vieles ist gleich, einiges ganz anders als auf einer amerikanischen Eisstation. Ein Spielfilm über die Liebe einer Traktoristin zu ihrem Traktor erstaunt die Amerikaner sehr. Aber einiges scheinen sie auch in wohligem Schauer falsch verstehen zu wollen. Da gab es Fleisch, wie in einem Schlachthof. Viele Rinderhälften. Und da war etwas, das wie Hundehälften aussah. Wie Huskies. Keine Ahnung. Das stimmt doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob die dritte Schicht die Hunde töten musste. Aber eins ist klar. Wir essen keine Hunde. Wir sind doch keine Chinesen. Natürlich haben die Sowjets am Pol Rind und nicht Hund gegessen. Die Huskies dienten vor allem als Frühwarnsystem für Eisbären. Die waren eine ständige, reale Bedrohung für die Wissenschaftler. Aber was haben Jevsejew und seine Kollegen wirklich auf NP-8 getan? Welche militärischen Experimente wurden durchgeführt? Anscheinend haben sie bereits ernsthaft über Nuklear-U-Boote in der Polarregion nachgedacht. Und ganz sicher haben sie sich damit beschäftigt, wie man die Stationen für elektronische Spionage nutzen kann. Das sehe ich nicht so. Das war nicht so. Ich sage doch, das war pure Wissenschaft. Pure Wissenschaft. War es nicht. Seine Kollegen haben zugegeben, dass auf NP-8 ausgiebig mit U-Boot-Ortung experimentiert wurde. Auch die Eignung als Behelfsflugplatz für Langstreckenbomber sowie akustische Navigationseinrichtungen für U-Boote wurden erforscht. Wir hatten so ein Gefühl, ja, das ist Spionage. Und ja, wir untersuchen die Arbeit von Leuten, die uns sehr ähnlich sind, die genau das Gleiche machen wie wir. Der Auftrag ist erfüllt. Tagelang warten die beiden auf das Abholflugzeug. Wieder hat die Crew Schwierigkeiten, die Station zu finden. Das wahre Problem aber sind jetzt Winde von fast 100 Stundenkilometern. Als wir die rote Rauchfahne direkt über dem Eis sahen, Mann, das Erste, was mir durch den Kopf schoss, war, das sieht genauso aus wie damals in Edwards Air Force Base, als wir trainiert haben und der Dummy auf dem Boden aufschlug. Das Aufnehmen der geborgenen Ausrüstungsgegenstände ist der Test, ob die Bergung der beiden Agenten überhaupt möglich ist. Es klappt erstaunlich gut. Die wertvollen Materialien gelangen sicher in die B-17. Dann ist Leschak an der Reihe. Er bläst seinen Ballon auf. To my horror,
Zu meinem Entsetzen stelle ich fest, dass die Höhenwinde stark genug sind, um mich quer über das Eis zu ziehen, obwohl ich auf dem Boden sitze. Ich versuche sofort, mich festzukrallen. Und da spüre ich endlich, dass das Flugzeug das Seil erfasst. Ich kann den Ruck spüren. Seine verrutschte Kälteschutzmaske erstickt ihn fast. Ich sehe ja aus wie ein Fisch, der an der Angel herumzappelt. Tatsächlich war ich ja auch so etwas, wie ein Fisch im Todeskampf. Dann wird auch der zweite Geheimdienstoffizier unter großen Schwierigkeiten vom Eis geholt. Mann, als wir das überstanden hatten, waren alle im Flugzeug sowas von erleichtert. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Der kommandierende CIA-Offizier ist mit an Bord. Er ließ die Schlösser an seinem ominösen Aktenkoffer aufschnappen und alles, was in dem Koffer lag, war eine Flasche Whisky. Und er sagte sowas wie, und, Leute, habt ihr Interesse? Das Interesse war groß, wie die ab hier mangelnde Bildschärfe beweist. Operation Cold Feet ist erfolgreich beendet und wird noch an Bord gefeiert. Die Durchführung und die Ergebnisse bringen Leonard Leshek den Legion of Merit Orden ein. Dessen Verleihung bleibt allerdings genauso geheim wie die Operation selbst. Das Fulton-System wird 3 Jahre später in einem James-Bond-Film der Öffentlichkeit vorgestellt. Viele Geheimunternehmen des Kalten Krieges beweisen, dass Realität und Fiktion nicht so weit auseinanderliegen, wie Realisten Glauben machen wollen. James Bond. Wir alle wollten ihm doch ähnlich sein, wir jungen Agenten.